So, herzlich willkommen in kleiner Runde hier aus Split. Ich begrüße Henrik Rödel am Mikrofon und mit Kopfhörern und gebe die erste Frage wie immer einer Agentur. Und in diesem Falle ist das Lars Reinefeld von der dpa. Bitte schön. Ja, hallo Herr Rödel, danke erneut für die Zeit. Es Hi. sind keine 24 Stunden mehr, bis es losgeht. Wie groß ist die Vorfreude, dass nach dem ganzen Trubel der letzten Wochen jetzt endlich gespielt wird? Ja, von Tag zu Tag jetzt ist die Spannung gestiegen. Und ist natürlich jetzt so, dass man den morgigen Tag jetzt auch erwarten kann. Nee, ist gerade schlecht. Ich habe gerade eine Zoom-Konferenz mit dem Handy Herr reden. Tögel, würden Sie Ihr Mikrofon ausschalten, bitte? Dankeschön. Lars, Anschlussfrage oder? Ich kann gerne noch eine stellen, ja. Zu Isaac Bonga, der beim Supercup gut gespielt hat, im letzten Spiel ein bisschen Foulprobleme früh hatte, hat selber auch gesagt, dass er sich so ein bisschen umstellen muss. NBA-Basketball, FIBA-Basketball. Haben Sie mit ihm in den letzten Tagen dann nochmal speziell gesprochen? Und wie sehen Sie ihn insgesamt? Ich hatte das Gefühl, dass er jeden Tag hier besser geworden ist. Kann ja nicht vergessen, dass er die letzten 2, 3 Jahre nicht so viel den Ball in der Hand gehabt hat. Und wir haben von ihm da schon auch viel erwartet oder verlangt auch, dass er da so viel Verantwortung übernimmt. Aber ich glaube, das ist gut für so einen jungen Spieler, viel in den Ball zu haben und viele Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, dass wir das ein bisschen insgesamt reduzieren, natürlich, weil Maodo dazu gekommen ist, der natürlich auch ein extra Ballhändler ist im Vergleich zum Supercup. Aber wir wollen ihn auch in Situationen sehen, wo er den Ball bringt und wo er auch Entscheidungen treffen kann. Ich sehe ein digitales Handzeichen von Martin Fünkele. Bitte schön, Martin. Hallo Henrik. Martin, schon Hörst du mich? wieder. Hast du nicht Ja. alles schon gefragt? Oh, tut mir leid. Du hattest vorhin erzählt, dass ihr gut trainiert habt und Haben wir. dass alle gesund sind. Du hast aber auch erzählt, dass es unheimlich heiß ist. Ich war vorhin in der Arena und war ein bisschen überrascht. Die Arena ist 2009 zur Handball-WM fertig geworden. Die sah damals im Fernsehen viel, viel besser aus, als sie jetzt ausschaut. Wie sind denn so die Bedingungen, die ihr vorfindet? Also, es ist heiß, es ist ein Ferienort. Ich glaube, die Touristen freuen sich über das Wetter. Für uns kann es ein bisschen belastend sein, aber Hotel ist airconditioned und die Halle ist auch abgekühlt. Also, das ist ein altes Gebäude, aber innen drin schon alles so, wie man das braucht. Und das sieht man dieser Halle innen drin überhaupt nicht an, dass sie älter ist oder dass da irgendwelche Probleme sind. Ganz im Gegenteil, das ist eine Halle auf sehr hohem Niveau. Weitere Fragen einfach entweder digital oder sonst die Hand hochheben, dann kann ich das sehen und Sie drannehmen. Thomas Gotthardt aus Ulm, bitteschön. Hallo, Herr Rödel. Hallo. Sie haben es, glaube ich, eben gerade gesagt, weil der Martin das offensichtlich mit Ihnen schon besprochen hat heute. Sind alle gesund, Alle sind tatsächlich? fit. Ja, alle 12, die aufgestellt sind, sind fit. Kann losgehen. Haben Sie denn nach dem, ich will jetzt gar nicht sagen Theater, aber nach der Schröder-Absage nochmal so ein gespürt, dass so ein Ruck durch die Mannschaft geht, so nach dem Motto, jetzt fehlt ein ganz guter, aber jetzt erst recht. Also wir haben jetzt schon in der Vorbereitung mehrere Dinge gehabt, wo die Mannschaft zeigen musste, wie sie damit umgeht. Und bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden. Am Ende ist ja auch das ein Zeichen einer erfolgreichen Mannschaft, dass sie, wenn es auf dem Feld dann auch mal oder in der Halle dann im Spiel mal nicht läuft, dass sie dann zusammenkommt und zusammenrückt. Und das ist der Mannschaft bis jetzt sehr, sehr gut gelungen. Und ich hoffe, das überträgt sich dann auch auf die Spiele. Ich habe ein Zeichen gesehen von Simon Wisser von basketball.de. Ist das richtig? Dann auf geht's. Und Hallo Thomas, Herr bitte. Rödel. Ja, Thomas, bitte, bitte. Hallo Herr Rödel. Hallo. Sie hatten ja eine sehr kurze Vorbereitungszeit und kein einziges Testspiel jetzt mit dem finalen Kader. Gleichzeitig gibt es aber nur zwei Gruppenspiele. Das heißt, da bleibt eigentlich relativ wenig Raum für Fehler. Wie vorteilhaft ist es, dass Sie ja jetzt eigentlich den Großteil des Kaders schon vor 2 Jahren dabei hatten mit der WM-Vorbereitung und dann auch der WM? Ich glaube, der große Vorteil in dieser Mannschaft liegt, dass die Jungs sich seit Jahren kennen.
und ja zum Teil auch in den Jugendmannschaften schon miteinander gespielt haben. Das hilft der Chemie, aber auch im Verständnis und im spielerischen Verständnis miteinander. Das muss unsere große Stärke sein. In anderen Mannschaften geht es ja ähnlich. Die Vorbereitung war aber überall kurz. Und dementsprechend muss man natürlich jetzt alles darauf konzentrieren, dass man in diesen zwei Spielen so gut wie möglich dann zusammenrückt und die Sachen nicht alle funktionieren können. Das ist ja normal bei so einer kurzen Zeit. Aber bis jetzt hat die Mannschaft diese, wenn Fehler passiert sind, sich sehr, sehr viel geholfen, einander geholfen, gut miteinander kommuniziert. Und ich erwarte das auch jetzt in den Spielen. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ja, wie, wenn man so kurz zusammenkommt, wie viel Prozent ist jetzt, ja, dass man auf Bewährtes setzt, so teamtaktische Dinge, Plays, und wie viel Neues haben Sie jetzt eingebaut in diesem Sommer? Naja, man versucht natürlich, die Fähigkeiten, die in der Mannschaft drin sind, so gut wie möglich zu bespielen. Also wir haben jetzt eine Situation, wo ein Joe Vogtmann vielleicht eine größere Rolle spielt, als er das in der Vergangenheit getan hat, aber auch zu Recht, weil er sich ja in den letzten Jahren auf einem unglaublich hohen Niveau entwickelt hat und jetzt auch in unserem Spiel eine größere Rolle spielen soll und muss. Und das gilt für jeden einzelnen Spieler, die dann jetzt da sind, dass sie in bestimmten Rollen jetzt ein bisschen mehr geben müssen als vielleicht gehabt. Aber wie gesagt, also die Saison ist ja gerade erst vorbei. Die haben alle viele Spiele drin gehabt. Also das sollte soweit klappen, wie das die Vorbereitung hergibt. Dankeschön. Martin Fünkele, deine Hand steht da und anschließend dann Thomas Gotthard. Vielleicht Anschlussfrage an diese taktischen Möglichkeiten, die du hast, wenn du das jetzt vergleichst mit 2019, die Playbooks, die Strategien, die ihr hattet, die ihr euch drauf schaffen konntet mit der Situation jetzt, musst du da auch im taktischen Bereich komprimierter arbeiten, weniger von den Jungs, oder kannst du einfach weniger von ihnen erwarten? Ja, ich glaube, dass man in einigen Bereichen vielleicht nicht so variabel sich vorbereiten konnte. Wir haben natürlich sehr viel daran gearbeitet, uns verschiedene Möglichkeiten zu geben, offensiv und defensiv, auf bestimmte Dinge zu reagieren. Aber das ist natürlich nicht so eingespielt, wie man jetzt wäre, wenn man das nach einer Vorbereitung, einer normalen Vorbereitung ist, oder wenn man jetzt im Januar, Februar bei einem Team spielt. Aber das ist ja, wie gesagt, für alle so. Und die Bereitschaft der Mannschaft, jetzt an sich zu arbeiten und sich diese Dinge zu erarbeiten, ist extrem hoch gewesen jetzt. Und am Ende gibt es auch ein bisschen Mut zur Lücke und natürlich eben halt diese große Bereitschaft, dann halt eben einander zu helfen, wenn Dinge nicht gleich von Anfang an klappen. Thomas Gotthard, bitte. Herr Rüdel, können Sie vielleicht zu einem normalen Zeitungsleser noch mal ganz kurz was über Mexiko sagen, dass man das irgendwie mal so ein bisschen einschätzen kann? Also ich habe gesehen, Statistik, 3 Spiele, 3 Siege, aber auch schon ein bisschen länger her, aber halt, dass man das einfach so ein bisschen einordnen kann. Also die Vorbereitungsspiele sind das, wie das Wort es halt eben halt auch bedeutet, Vorbereitungsspiele. Viele Sachen werden da ausprobiert. Die Mexikaner haben mehr Spiele gehabt jetzt als wir. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr erfahren ist. Die haben mehrere Spieler über 30. Das heißt also, das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man Basketball spielt und die sehr gerne und sehr gut auch zusammenspielt. Das ist eine Mannschaft, wenn wir die nicht gut unter Druck setzen und verteidigungstechnisch aus ihren Gewohnheiten rausnehmen, wird es ein langer Abend. Also das ist eine Mannschaft, sehr, sehr gute Dreierwerfer, gute Guards. Also ich finde diese Mannschaft sehr gefährlich und schwer zu spielen. Da müssen wir sehr aufmerksam sein, die 40 Minuten. Da vielleicht ganz kurz im Vergleich zu Russland dann, dem zweiten Gegner, wie gesagt, auch eine grobe Einordnung, besser, schlechter, so aus Ihrer Sicht? Ich glaube, Russland einer der ganz großen Mitfavoriten dieses Turniers. Einfach eine Mannschaft, die viele Spieler hat, die Erfahrung haben auf Euroleague-Niveau und auch ganz, ganz viele schwere Spiele miteinander schon gespielt haben. Ich schätze sie von der Stärke ein bisschen höher ein als die Mexikaner. Aber also das ist jetzt im Moment natürlich unser großer Fokus, erstmal Mexiko. Aber ich finde, die russische Mannschaft hat auch eine gute Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Vielen Dank.
So, gibt es noch weitere Fragen? Sehe ich im Moment nicht. Dann bemühen wir uns wie immer um einen schnellen Wechsel und gucken mal, wo der Danilo steckt. Bis gleich. Martin, du machst da Urlaub, oder? Ich finde das angenehm mit dem Nützlichen. 32 Grad habe ich gerade gesehen. Das ist schon fast unangenehm, ja. Ja. So, das war einer der besten fliegenden Wechsel, die wir bisher hatten, würde ich sagen. Und noch einmal gebe ich die erste Gelegenheit zur Frage an die dpa und Lars Reinefeld. Bitte schön. Ja, hallo Danilo. Grüß dich. Einen Tag noch, dann geht's endlich los. Wie sehr freut ihr euch, dass jetzt endlich gespielt wird gegen Mexiko? Ja, wir freuen uns sehr. Ich meine, egal ob in der Saisonvorbereitung oder jetzt hier im Sommer mit der Nationalmannschaft, man arbeitet hart genau auf diese Spiele hin. Deswegen ist es dann auch schön, dass es dann jetzt endlich losgeht. Fragen frei für alle, wie immer mit digitalem oder normalem Handzeichen. Martin Fünkle, bitteschön. Anilo, wenn du die Stimmung in der Truppe momentan mit der vergleichst, die ihr 2019 hattet, wo ihr euch wahnsinnig viel vorgenommen habt, das tut ihr sicherlich heute auch, aber euch fehlt, es war eine sehr, sehr schwierige Vorbereitung, mit Dennis fehlt euch jemand. Ich denke, die Erwartungen, zumindest wie ich sie einschätze, sind von außen nicht ganz so hoch. Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Ja, wir fokussieren uns aufs Wesentliche. Wir haben hier Spaß zusammen. Wir haben eine gute Teamchemie. Auch die ganzen Jungs, die jetzt das erste Mal dabei sind bei einem Turnier, fügen sich gut ein, bringen viel Energie mit, sodass wir wirklich, wie ich schon gesagt habe, Spaß haben und aufs Wesentliche konzentrieren und alles, was diesen Sommer vielleicht von außen Einflüsse kam, da gar nicht jetzt uns sehr darauf fokussiert haben, sondern einfach auf die Leute, die da sind und dann darauf fokussiert haben, wie wir mit den Leuten gut spielen können. Weitere Fragen? Ja, bitte Simon Wisser von basketball.de. Hi Danilo, du hast wie viele in der Mannschaft oder eigentlich alle eine kräftezehrende Saison hinter dir. Also zunächst mal, wie geht es dir körperlich und was nimmst du mit aus der Spielzeit? Es war ja eine besondere mit der Pandemie und allem drum und dran. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Durch diese harte, lange Saison ist natürlich schon der Körper auch an einigen Stellen, merke ich ihn, dass da ein paar Baustellen sind, an denen man ein bisschen arbeiten muss mit den Physiotherapeuten. Aber grundsätzlich fühle ich mich eigentlich noch ganz gut und habe Energie. Aber es war eine lange Saison, auch für den Kopf mit der Pandemie. War es keine einfache Saison mit Auf und Ab, mit für mich auch in Istanbul, mit Lockdown-Situationen alleine zu sein. Fokus eigentlich nur auf Basketball. Es ist dann schon auch eine kräftezehrende Saison für Körper, so wie auch im Kopf. Und ja. Martin Fünkele, bitte deine Hand und danach Thomas Gotthard aus Ulm, bitteschön. Ich habe meine Hand oben gelassen, aber ich lasse dem Thomas den Vortritt. Sorry. Du bist so nett, Martin. Herr Bartel, viele sagen ja, wenn es um das Thema Olympische Spiele geht, ja, das ist mein Traum. Jetzt weiß ich, jetzt müssen erst noch ein paar Spiele gewonnen werden, bis es dann soweit ist. Aber trotzdem, ist das so ein, was macht das für Sie aus, dieser Olympiatraum, zu Olympia fahren zu dürfen vielleicht? Setzt das wirklich auch nochmal Kräfte frei? Ja, sicherlich. Also ich bin als Kind aufgewachsen mit Olympia. Für mich so die beste Zeit, weil man von morgens bis abends einfach Sport sehen konnte. Ich interessiere mich auch nicht nur für Basketball, sondern auch für viele andere Sportarten, sodass das immer ein Riesen-Event war und bis heute ja das größte sportliche Event auf der Welt ist. Und natürlich als Athlet, sei es im Teamsport oder als Einzelathlet,
ist es natürlich immer ein Riesenziel und hofft man, dass man da irgendwann in seiner Karriere dabei sein kann. Ich gucke in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön, Simon Wisser, basketball.de. Ja, noch eine Frage und zwar, hast du dir speziell etwas vorgenommen, wie du der Mannschaft auf dem Feld helfen kannst? Hast du vielleicht auch mit dem Coach gesprochen? Gibt es etwas, was er von dir sehen will? Ich glaube, also ich werde vor allem so ein bisschen als Cleanup-Guy versuchen, da zu sein in der Defensive mit einer Physis zu agieren, da auszuhelfen, wenn Fehler passieren oder so Sachen ist, glaube ich, für mich ein Fokus und natürlich auch offensiv mit meiner Präsenz jetzt in einem Turnier, wo vermeintlich vielleicht auch einige kleinere Power Forwards sind, auch natürlich da die meine Stärken unterm Korb vielleicht auszuspielen, aber grundsätzlich versuche ich einfach mit einer Erfahrung Ruhe reinzubringen und viel zu reden, offensiv wie defensiv, dass da klare Strukturen da sind. Danke. Weitere Fragen sehe ich im Moment keine. Ja, dann doch, Martin, bitteschön. Jetzt doch nochmal. Danilo, wie weit spielt die Fußball-EM bei euch eine Rolle? Also einerseits schaut ihr, tippt ihr, andererseits, wenn ihr die Bilder seht, seht ihr Sport vor ganz vielen Zuschauern und ihr bewegt euch in der Bubble, wo niemand zuschauen kann. Ja, grundsätzlich glaube ich, werden hier auch Zuschauer in der Halle erwartet, auch nicht wenige. Sodass es mal für uns auch wieder ein neues, ja, nach einem Jahr ohne Fans eigentlich auch wieder eine neue Situation sein wird. Wir verfolgen die EM hier nebenbei. Also ich muss für mich ehrlich sagen, ist noch nicht ganz so das EM-Feeling dadurch, dass man auch noch selbst Aufgaben hat. Aber wir schauen immer die Abendspiele. Meistens läuft irgendwo entweder im Physioraum oder nebenbei laufen die Spiele, man schaut das. Kann ich mich kurz einschalten und eine Information geben? Wir haben heute an der Halle erfahren, dass jeder einzelne Platz im Verkauf ist. Das heißt, potenziell werden 11.000 Zuschauer da reingehen. Die müssen allerdings alle natürlich einen Test vorweisen, das auch selber bezahlen. Da gibt es im Moment in Kroatien selber noch ganz große Diskussionen drum und eine Diskussion zwischen Verband oder Nationalen Olympischen Komitee mit Übernahme der Kosten und solche Sachen. Alles auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass die Halle ganz ordentlich gefüllt sein wird, mindestens bei den kroatischen Spielen. Das nur so als kleine Zwischeninfo. Dann sehe ich noch eine Hand von Lars Reinefeld. Thomas, danach? Ja. Okay. Ja, ich hatte eine Frage noch. Hendrik Rödel hat die Hitze gerade auch angesprochen. Ich bin vorhin angekommen, hier war auch ein bisschen geplättet am Flughafen. Wie heiß es ist? Wie sehr kann das einen Einfluss auf die Spiele haben? Und was weißt du inzwischen über Mexiko? Also wir haben ja den besten Test in Hamburg gehabt mit dem heißen Wetter und der Halle. Da haben wir ordentlich geschwitzt. Man muss sagen, hier die Halle ist sehr gut klimatisiert, Hotel ist top klimatisiert, sodass wir da, wenn man sich jetzt nicht gerade in die Sonne knallt, davon jetzt eigentlich nicht viel mitbekommen. Oder auch jedenfalls der Körper da nicht zu sehr geschwächt wird. Mexiko haben wir uns natürlich schon mit befasst. Sind so die Grundsysteme, die Spielweise durchgegangen. Einige Spieler schon mal ein bisschen die wichtigsten ein bisschen herausgehoben. Aber das wird jetzt alles noch mehr und mehr ins Detail gehen. In Meeting heute Abend vorm Abendessen nochmal. Und dann ist eigentlich schon das Gröbste geklärt. Auch heute im Training schon einige Sachen durchgelaufen von Ihnen. Hat sich erledigt. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Dann ist da zwar noch eine Hand von Lars, aber ich nehme die jetzt, ist sie weg. Ja, sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann sage ich zu zweien von euch bis morgen in der Halle. Irgendwie wird man sich zumindest auf Entfernung ja sehen können. Und den Rest grüße ich nach Deutschland und drücken Sie uns die Daumen. Und ja, bis Mittwoch werden wir uns wieder mit einer PK digital melden. Bis dahin. Ja.